Luftalarm in Kiew am frühen Freitagmorgen. In der ukrainischen Hauptstadt und weiteren Regionen des Landes wurden massive Angriffe gemeldet. Unter anderem auch auf die westukrainische Stadt Lviv. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland rund 160 Drohnen und Raketen ab. Die meisten davon seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sprach von einem der bislang schwersten Luftangriffe auf die Ukraine. In Kiew geriet Behörden zufolge ein Wohnhochhaus in Brand. Es gebe Verletzte, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen. In der Schwarzmeerhafenstadt Odessa wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs 2 Menschen getötet. Mindestens 15 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter 2 Kinder. Zudem setzten herabstürzende Teile einer abgeschossenen Drohne laut Behördenangaben ein Hochhaus in Brand. Todesopfer wurden auch aus Charkiw und Dnipro im Osten des Landes gemeldet. Bis zum Vormittag wurden 10 Tote und mindestens 60 Verletzte registriert.